Klaus dementiert Bayern Gerüchte, Choupo-Moting bekommt endlich seine Vertragsverlängerung und Bayern München möchte bei Milot Rashica zuschlagen. Ich bin euer Ahmed und willkommen zu einem kleinen Transfer-Roundup. In den vergangenen Tagen machten die Meldungen die Runde, wonach Florian Neuhaus im Sommer 2022 zum FC Bayern wechseln wird. Der 24-jährige Mittelfeldspieler hat sich nun selbst zu den Gerüchten geäußert und diese sogar dementiert. Die Bild-Zeitung hatte vergangene Woche von einer Vereinbarung zwischen Neuhaus berichtet, wonach der Gladbach-Profi noch eine Saison bei den Fohlen spielen wird und im Sommer 2022 zum Rekordmeister wechselt. Neuhaus selbst hat dies nun dementiert. Im Gespräch mit der TZ äußerte sich der deutsche Nationalspieler am Dienstag wie folgt zu den Spekulationen. Ich habe nirgends einen Vertrag unterschrieben, außer bei Borussia Mönchengladbach. Dort fühle ich mich aktuell sehr wohl. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge kann Neuhaus Gladbach für eine festgeschriebene Ablöse in Höhe von knapp 40 Millionen Euro verlassen und in den Bayern wird weiterhin großes Interesse nachgesagt, Florian Neuhaus in Zukunft zu verpflichten. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge steht Erik Maxim Choupo-Moting kurz vor einer Vertragsverlängerung beim FC Bayern München. Wie Sport1 berichtet, hat sich der 32-jährige Stürmer mit den Münchnern sogar bereits geeinigt. Es ist ein offenes Geheimnis, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Choupo-Moting zeitnah verlängern möchte. Die Bayern-Bosse sind mit dem Lewandowski-Backup mehr als zufrieden und planen weiterhin fest mit ihm. Auch der Kameruner hat zuletzt betont, dass er sehr gerne über die laufende Saison hinaus beim Rekordmeister bleiben würde. Wie Sport1-Chefreporter Florian Plettenberg nun berichtet, haben sich die Bayern und der Angreifer auf eine weitere Zusammenarbeit verständigt. Laut Plettenberg hat auch Neutrainer Julian Nagelsmann sein grünes Licht dazu gegeben. Demnach wünscht sich Nagelsmann einen erfahrenen Stürmer als Lewandowski-Backup. Wer nicht? Der 32-Jährige soll zeitnah seinen neuen Vertrag unterschreiben, der ihn sogar bis 2023 an den Rekordmeister bindet. Auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer ist der FC Bayern allen Anschein nach bei Werder Bremen fündig geworden. Aktuellen Medienberichten zufolge beschäftigen sich die Münchner mit einer Verpflichtung von Milot Rashica. Der 24-jährige Offensivspieler könnte im Sommer zum Schnäppchenpreis zu haben sein. Wie das kosovarische Portal RTK Live jetzt berichtet, beschäftigt sich der FC Bayern mit einer Verpflichtung von Milot Rashica. Der 24-jährige Außenstürmer ist variabel einsetzbar in der Offensive, spielt jedoch in der Regel auf den linken Flügel. Wie der Kicker berichtet, kann Rashica Werder Bremen nach dem Abstieg in die zweite Bundesliga dank einer Ausstiegsklausel in Höhe von 15 Millionen Euro im Sommer vorzeitig verlassen. Sein aktueller Marktwert liegt laut Transfermarkt bei 12 Millionen Euro. Mit Blick auf dessen relative kurze Vertragslaufzeit bis 2022 könnte der Flügelflitzer unter Umständen noch günstiger zu haben sein und würde damit ideal in Anforderungsprofil der Münchner passen, die sich einen klaren Sparkurs in Sachen Transfers auferlegt haben. Neben den Bayern soll Rashica auch bei Borussia Dortmund, dem VfL Wolfsburg sowie Lazio Rom und Olympique Marseille ein Thema sein. Der 31-fache kosovarische Nationalspieler wurde in den vergangenen Jahren immer wieder mit einem Wechsel innerhalb der Bundesliga in Verbindung gebracht. Laut dem Kicker platzte im Vorjahr sogar ein Wechsel zu RB Leipzig auf der Zielgeraden. Dies ist ein klarer Indiz dafür, dass Rashica durchaus eine Option für Julian Nagelsmann sein könnte, da dieser Spieler schon seit längerer Zeit von ihm beobachtet wird. Klar ist für mich, dass Milot Rashica sich hinten anstellen muss, natürlich hinter Serge Gnabry, Leroy Sané und Kingsley Coman, wenn dieser denn bleiben sollte. Und da wüsste ich nicht, ob er sich zufrieden gibt, eben längere Zeit auf der Bank zu sitzen. Aber schreibt mir gerne eure Meinung zu Milot Rashica und dem FC Bayern München. Es ist durchaus ein Transfer, den der FC Bayern ja in Erwägung bringen sollte. Gerne mit in den Kommentaren. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Einschalten. Nicht vergessen, FCB Insight abonnieren und das könnt ihr alles nochmal in Ruhe auf FCB Insight nochmal nachlesen. Ich war euer Ahmed, vielen Dank fürs Einschalten, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.